So, ich würde jetzt weitermachen mit dem Vortrag und Diskussion, den Kopf entlasten, Kritik an vereinfachten Welterklärungen. Ich will vorweg vielleicht mal kurz sagen, warum ich überhaupt auf dieses Thema gekommen bin, warum ich mich mit sowas wie neurechten Ideologien, Verschwörungstheorien und all diesem Krempel auseinandergesetzt habe. Das ist ja nicht wirklich irgendetwas, was Spaß macht. Also manches ist schon witzig, aber im Großen und Ganzen finde ich diesen Trend dazu, dass das einen unglaublichen Anschwung genommen hat, mehr als ärgerlich und auch hochgefährlich. Es war halt so, das ist natürlich jetzt nicht irgendwie vor kurzem erst neu entstanden, aber mich hat es voll erwischt, als ich im Zusammenhang mit meinen Aktionen zum Thema Agrogentechnik eine Recherche gemacht habe über die Seilschaften in der Agrogentechnik. Manche werden das vielleicht kennen, meine Tonbilder schauen Monsanto auf Deutsch, mein Buch Monsanto auf Deutsch. Und nun ist Monsanto ja genau eines dieser Hassbilder derer, die hinter dem Bösen und dem, was sie so wahrnehmen, was ihnen nicht gefällt, immer irgendwelche einzelnen Bankiersfamilien, Konzerne oder was auch immer vermuten. Und Monsanto gehört zu diesen Hassbildern. Und mich hat das total genervt, dass damals in der Gentechnikkritik durchaus auch von Greenpeace den Grünen oder so etwas, die waren da auch immer auf diesem Vereinfachungsdampfer unterwegs. Und das ist sicherlich auch ganz praktisch gewesen für deren Spendenkonto und für deren Wählerstimmen. Und mich hat das immer total angekotzt, dass in Deutschland ausschließlich über Monsanto geschimpft wurde. Dafür gab es überhaupt gar keinen sinnvollen Grund, weil die meisten Felder in Deutschland wurden von deutschen Firmen gemacht. Es gab bei der Agrogentechnik unter 9 Global Playern gab und gibt es 3 deutsche Firmen. Das heißt, Deutschland ist von seinen Konzernen her immer eine der imperialsten, widerlichsten Mächte auf dieser Welt. Und mich hat das total angekekst, dass alle nur gegen Monsanto waren. Und deshalb habe ich das Buch Monsanto auf Deutsch und diese Recherche gemacht. Wer sind eigentlich die Monsantos in Deutschland? Und in diesem Buch findet man eigentlich nichts von Monsanto, sondern was sind die Firmen in Deutschland, die hier so agieren wie Monsanto in den USA? Offensichtlich haben einige Einfachdenker das nicht verstanden. Und so habe ich fasziniert beobachtet, dass meine Tonbilderschau Monsanto auf Deutsch von Hunderten, wenn nicht Tausenden von diesen verschwörungstheoretischen Seiten verlinkt wurde. Das kann ich natürlich nicht verhindern. Kurz danach tauchten auf meinen Vorträgen Monsanto auf Deutsch immer mehr von diesen Leuten auf. Und zwar je weiter südlich ich kam, desto schlimmer. Am allerschlimmsten war es beim Überschreiten der österreichischen Grenze. Also die sind ja noch deutscher als die Deutschen. Und irgendwann mal war es dann so, zum Beispiel bei dem Vortrag in Scherning, dass ich ein Drittel Holocaust-Leugner im Publikum hatte und übernachtete, das mache ich ja immer ganz gerne, um die Menschen auch kennenzulernen, um über Aktionen zu reden, übernachtete bei dem Veranstalter und auch der am Frühstückstisch dann plötzlich mit dem Satz rauskaute, naja, die Juden haben den Holocaust ja auch nur erfunden, um uns jetzt entsprechend abzocken zu können. Und da sitze ich also vor dem Veranstalter, der am Abend vorher meinen Vortrag veranstaltet, und haut der so einen Satz raus. Und jetzt wäre es gute deutsche Antifa-Tradition, jetzt aufzustehen und zu gehen. Und so mache ich Politik nicht. Sondern wenn ich diesem Phänomen begegne, dann will ich mich mit dem auseinandersetzen. Und danach habe ich meine Beliebtheit in der Szene benutzt, um mich einladen zu lassen. Ich bin als Referent aufgetreten auf verschiedenen Tagungen und Ähnliches. Und das musst du tun, sonst kriegst du den Blick hinter die Kulissen nicht. Wenn du da als Zuschauerin oder Zuschauer hingehst, dann kannst du zugucken. Wenn du den Organisationsprozessen reingucken willst, wer zieht dort die Strippen, dann musst du dich als Referent oder Referentin einladen lassen. Das habe ich halt gemacht. Das hat dann dazu geführt, dass einige dann angefangen haben zu verbreiten, dass ich ja selber ein Nazi bin, weil ich da Vorträge halte. Gut, dann ist Günter Wallraff auch ein Bild-Zeitungsreporter. Sicherlich auch alles ein bisschen einfach gedacht. Aber so bin ich eine Zeit lang da rumgegangen und als ich das dann durch hatte, habe ich darüber auch ein Buch gemacht, eine Internetseite, einen Film und diesen Vortrag, den Kopf entlasten, Kritik an vereinfachten Welterklärungen. Also das einfach nur mal so als Vorgeschichte. Das spielte sich so in den Jahren 2012 ab, 2011, 2012, als ich da so rumgefahren bin. Inzwischen haben es die auch kapiert und es wird dort entsprechend vor mir gewarnt, sodass ich nicht mehr eingeladen werde. Das ist ja auch ganz nett, muss ich da nicht mehr hinfahren. Ich finde weiterhin aber erschreckend, dass es dort einen enormen Zulauf gibt. Und ich würde gerne darstellen,
wie das dort läuft, wie da so die Hintergrundstrukturen sind und was eigentlich die Zugnummer sind. Das sind natürlich subjektive Meinungen von mir, was ich glaube, warum das so zieht, was die da so machen, warum das so beliebt ist, obwohl es, und damit möchte ich anfangen, obwohl es eine derartige Anballung von Nonsens zum Teil ist. Eigentlich würde es reichen, wenn die Menschen, die sich dort angezogen fühlen, diese Flugblätter, die sie verteilen, auch mal lesen würden. Aber offensichtlich tun sie das nicht, denn die Faszination der vereinfachten Welterklärung lebt genau davon, dass man nicht hinguckt, sondern sich mitreißen lässt mit ganz, ganz simplen Parolen. Und das hat tatsächlich eine hohe Zugkraft, und zwar eine Zugkraft, die so hoch ist, auch darauf will ich nachher noch kritisch eingehen, dass es inzwischen alle politischen Bewegungen, muss man ganz klar sagen, auf diesen Zug aufgestiegen sind. Also auch von links und anarchistischen Gruppen oder so etwas mit Vereinfachungen gearbeitet wird, weil das einfach besser zieht. Zunächst aber will ich tatsächlich anfangen mit diesen unglaublich absurden Sachen. Da rennen also Leute rum und fangen irgendwelche anderen ein mit so unterschiedlichsten Positionen. Zum Beispiel, manches werdet ihr vielleicht auch schon gesehen haben oder ist euch begegnet, gibt es ein Projekt, da soll diese sogenannte Lügenpresse, auch eine sehr spannende Geschichte, also nicht, dass ich jetzt ein Freund kapitalistischer Medien bin, also ich verstehe auch, warum die im Interesse ihrer Anzeigenkunden schreiben müssen, da brauche ich gar keine Verschwörungstheorie zu, da reicht mir ein bisschen Grundkenntnisse in Kapitalismus. Aber die sehen da ja immer diese Lügenpresse, wobei sehr interessant ist, dass die fast ausschließlich aus der sogenannten Lügenpresse zitieren, also Quellenangaben von denen sind fast ausschließlich so die Welt und Spiegel und so etwas, also besonders populistische Blätter auch, aber ist egal, mit Widersprüchen würde man ja auch erstmal nur drauf kommen, wenn man ein bisschen nachdenkt darüber. Na, jedenfalls versuchen sie dieser Lügenpresse etwas entgegenzusetzen, und dazu gehört unter anderem dieses Projekt Stimme und Gegenstimme. Das bekommt man dann zugeschickt und man soll das an 3 Personen des Vertrauens weitergeben, und die sollen das dann 3-mal kopieren und wieder an 3 Personen weitergehen, um eine unabhängige Nachrichtenflut zu erzeugen. So, und diese Stimmung gegen Stimme, da kommt also jede Woche eins raus. Ich habe die alle schön feinsäuberlich gesammelt, wo ja insgesamt haben wir in der Projektwerkstatt eine ganze, also im Zuge dieser Recherche habe ich eine ganze Bibliothek der Absurditäten aufgebaut. Da stehen also die ganzen Bücher von denen, von Kopp Verlag, um mal so den wichtigsten Verlag der vereinfachten Welterklärer in Deutschland zu benennen. Ganz viele Bücher habe ich da und alle so ausgewertet. Und dies hier auch. Das ist total spannend. Also wenn man hier reinguckt, wer das verteilt oder so, das muss meines Erachtens bei ganz vielen Artikeln darauf kommen, hä, was steht da eigentlich? Also nur mal so als Beispiel, was ich dort las, dass das orthodoxe Judentum, also ausgerechnet die, ich bin ja nun kein Religionsfreund, insofern bin ich auch gegen das orthodoxe Judentum, aber natürlich nicht, weil das Juden sind, sondern weil es eine Religion ist und die sollen aus meiner Sicht ebenso irgendwann mal in der Geschichte begraben werden wie das Christentum, was ja nun eindeutig die bisher blutrünstigste Religion ist, die die Welt erlebt hat. Also, das orthodoxe Judentum will durch die Förderung der Homo-Ehe die Familien zerstören. Also den muss man erstmal hinkriegen, ne, den Gedankengang. Oder zu Homophobie noch ein anderes Zitat aus einem Buch aus der gleichen Ecke. Meine besorgte Schlussfolgerung, wenn wir uns irren und die Bibel, wie Jesus es sagte, dennoch Gottes heiliges, zeitloses und vollkommenes Wort ist, dann wird das ungestrafte Tolerieren von Unzucht, Homosexualität, Sodomie und dergleichen unseren Völkern, ja, ist offensichtlich alles sowas Ähnliches, und dergleichen unseren Völkern letztlich mehr Schaden zufügen als jede Form des so gefürchteten Terrorismus. Die wechseln ihre Themen schneller als manche wahrscheinlich ihre Unterhose. Also jetzt natürlich, also es kommen Flüchtlinge ins Land, haben wahrscheinlich die meisten schon mitgekriegt, ist das natürlich auch deren Lieblingsthema. Damit ist das vorletzte Wichtigthema schon wieder total vergessen. Das vorletzte Wichtigthema war deren Hetze gegen Feminismus und Frauenbewegung. Die nannten das Genderismus. Auch das will ich nicht im Einzelnen vortragen, weil es mir jetzt ja nur darum geht, deutlich zu machen, was dort teilweise steht. Und diese Leute müssen das ja aushalten. Da gibt es verschiedene Zeitungen. Diese hatte ich ja schon genannt, die Stimme und Gegenstimme. Die informierte mich irgendwann mal darüber, dass die CIA vor 50 Jahren den Feminismus erfunden hat.
Das Spitzenereignis in Sachen Genderismus, mein Lieblingszitat, ist auch wirklich insgesamt mein Lieblingszitat in dieser ganzen Szene, hat die Zeitung eigentümlich frei verbreitet. Das ist nicht das Marktführungsblatt der Verschwörungstheoretiker, das ist sehr eindeutig die Kompakt von dem ehemals linksradikalen Weltvereinfacher Jürgen Elsässer. Heute ist er ein rechtsradikaler Weltvereinfacher. Und die regelmäßig zu lesen lohnt sich, um auf dem Laufenden zu sein. Kann man ja einfach am Bahnhofskiosk, man muss denen ja nicht noch Geld hinterher schmeißen, indem man denen das am Ende noch abkauft. Wir haben das aber komplett bei uns stehen, die Kompakt. Die eigentümlich frei ist eigentlich das Sprachrohr der Anarchokapitalisten und Kapitalistinnen. Also wer diesen Begriff als solches absurd findet, kann ich nicht widersprechen. Gibt es aber tatsächlich. Die haben auch verschiedene Parteien in Deutschland, die Partei der Vernunft und die Libertären und so weiter. Und die leiten dann auch mal in so Themen ab. Und so haben sie unter anderem mal einen Artikel über den Genderismus gemacht. Wie schlimm das ist, die Gleichberechtigung von Frau und Mann. Und jetzt lese ich mal den Satz vor, der mein Lieblingssatz ist aus der ganzen Geschichte. Man muss sich vorstellen, diese Blätter haben gigantisch steigende Auflagen. Die Leute stehen auf solche Sätze oder lesen die Zeitung nie. Weil dieser Satz finde ich schon ziemlich hart, wenn man den irgendwie mal gelesen hat, dass man das irgendwie noch ernst nehmen kann. Also, eine für den Mann kochende Frau ist ein transzendentales Urerlebnis. Also bis hierhin ist es schon reichlich absurd, aber es wird noch besser, der Satz. Es kommt nämlich jetzt erstmal noch ein Komma. Also eine für den Mann kochende Frau ist ein transzendentales Urerlebnis, vergleichbar mit dem Öffnen des ersten Dosenbieres, dem Jagen eines wilden Tieres oder dem Gewinnen der Fußball-Weltmeisterschaft. Das nehmen die ernst und das mobilisiert Massen. Die Themen, die machen, sind total wirr durcheinander, also die nehmen zu allen möglichen Stellung. Es ist mitunter nicht mal möglich, vorherzusehen, wie die wohl darauf eingehen. Also diese Stimme und Gegenstimme hat immer mal einen Schwerpunkt, so gab es unter anderem mal einen Schwerpunkt zur Wiederansiedlung des Wolfes. Nicht, dass das jetzt irgendwie ein typisches Thema für die ist, aber ich kriegte das in die Hand und dachte mir so, oh, ich war nicht in der Lage, mir zu überlegen, was wird wohl deren Position sein. Es war wohl allerdings klar, sie wird sehr primitiv sein, aber wie rum sie war, das wusste ich nicht. Dann habe ich gelesen, dass wir aufgefordert werden, uns die Namen derer zu merken, die für die Wiederansiedlung von Wölfen sind, damit man die hinterher zur Rechenschaft ziehen kann. Wenn irgendwelche zerrissenen Kinder irgendwann auf der Wiese gefunden werden. Der Macher hinter diesem Ding und auch hinter verschiedenen anderen größeren Geschichten wie der Antizensurkonferenz und sowas, Ivo Sasek, hat selber mal in einem Vorwort von diesem Ding, also an nicht ganz unwichtiger Stelle, auch etwas Interessantes geschrieben, was sein Denken auch vielleicht ganz gut enthüllt. Was also labern wir die ganze Zeit von Demokratie und verteufeln ganz grundsätzlich jede Form von Diktatur, wo doch sämtliche Naturgesetze uns nur auf dem Weg klarer Diktate bestehen lassen. Der einzig wirklich entscheidende Faktor dreht sich um die Frage, welchem Diktator wir uns unterwerfen. Das verteilen Leute, die eine bessere Welt wollen. Und die vielleicht auch irgendwie brüllen, wir sind das Volk oder was auch immer für Mischungen da angesetzt werden und durcheinander gerührt werden, ohne dass irgendetwas noch geht. Vor einigen Monaten konnte ich dann ja immer noch einige Menschen überraschen über einen der absoluten Top-Autoren, auch der unsinnigsten Formulierungen. Inzwischen ist er aber dann doch ein bisschen bekannt geworden, seit er mal auf der Pegida eine Rede gehalten hat, die so dramatisch war, dass selbst der Nazi Lutz Bachmann sie abgewürgt hat, nämlich Akif Birinci. Also das lohnt sich auf jeden Fall, das sich immer reinzuziehen. Es gibt natürlich andere Alternativen, aber die KZs sind ja leider derzeit außer Betrieb. Ich weiß nicht, ob mal jemand dessen Buch Deutschland von Sinnen gelesen hat. Das muss man auch nicht lesen. Das Spannende ist ja, ähnlich wie bei Thilo Sarrazin, nicht die Frage, wie schafft der es, seine Intelligenz derart runterzudrücken, ein solches Buch zu schreiben, sondern warum lesen das 1 Million oder kaufen das 1 Million? Was ist die Zugkraft von diesen Büchern?
Das sind ja beides Bestseller gewesen, die tatsächlich die Nummer 1 waren in ihrer jeweiligen Zahl der Verkaufslisten. Und das ist ja das Erschreckende, dass also dieser absolute Hirnriss derartige Effekte erzielt. Also wenn ich da reingehe in das Buch, fängt das Buch gleich an mit folgenden Zeilen. Deutschland, o du goldenes Elysium, du kraftvoller Stier. Du bist die Macht, die ganz Europa trägt. Du bist das Schönste aller schönen Länder. Du bist das warme Licht des Südens und das kühle Meer des Nordens, darüber die sternenklare Nacht. Niemals möge der Adler seine wachsamen Augen von dir abwenden und immer da mögen seine scharfen Fänge und sein starker Schnabel dich beschützen. Du bist das Paradies und ganz gleich, welche Hurensöhne dich noch verraten werden, am Ende wirst du sie alle überleben. Und dann geht es so in das Buch rein. Und dann lässt er sich natürlich auch über diesen Genderismus viel ab. Er gibt sich da nicht so viel Mühe, gediegene Formulierungen zu finden. Das klingt dann so wie Geisteskrankheit namens Gender Mainstreaming. Oder, und so ist die Ehe vor Urzeiten für die Stabilität einer Familie erfunden worden und keineswegs, damit man eine tolle Party namens Hochzeit feiert und anschließend dem Familienmodell Papa, Papa, Strichjunge frönt. Oder die Schwulen- und Lesbenlobby ist hierzulande die mächtigste gleich nach dem Beamtenbund. Oder, ich werde jetzt erklären, wie es dazu kam, dass aus den tapferen Deutschen brüderlich mit Herz und Hand das größte Hosenscheißervolk der Welt wurde. Schön wär's. Oder, ich meine, er sagt ja zu allem was, nicht? Der ist ja ein Experte auf allen Themen. Enteignungen vom Privatvermögen zugunsten von Sozialparasiten oder Parasitenstaaten, Sozialklimbim noch und nöcher und Wohltaten für alles und jeden. Der deutsche Intellektuelle der Gegenwart ist von Natur aus dumm. Oder abschließend, die zweite Todsünde der Frauenbewegung war der Umstand, dass sie sich von Lesben infiltrieren und dominieren ließ, bei näherem Hinsehen hauptsächlich einer Lesbenveranstaltung auf den Leim ging, welche man nach außen hin als die Sache der Frau verkaufte. Da sieht man mal wieder, wie manipulierbar Frauen sind, um nicht das Wort doof in den Mund zu nehmen. Also insofern stimmt es doch ein bisschen, dass das ein bisschen Spaß macht, sich damit auseinanderzusetzen, aber nur, weil es wieder so schrecklich ist, dass die einzige Reaktion, die du darauf zeigen kannst, irgendwie Lachen ist, obwohl ja es eigentlich ein Drama ohne Ende ist. Ich will gar nicht mehr Zitate bringen. Der Film, den ich gemacht habe, ein Dokufilm, ist auch über eine einzige Person und dessen Zitate, zusammengeschnittener Film des Wahnsinns, der da halt so verbreitet wird, nämlich von Holger Strom, ehemaliger Anti-Atom-Kämpfer, heute abgeglitten nach ganz weit rechts. Und dort habe ich einen Film drüber gemacht mit dem Titel Empörung und Verschwörung. Was der alles so vom Hocker lässt, lasse ich jetzt weg. Vielleicht nur mal so eine Andeutung. Der behauptet also glatt weg, also alles ist eher original zu sehen in dem Film, dass alle führenden Politiker in Deutschland seit 1945 Juden waren. Nicht nur die einzelnen Aussprüche sind absurd, sondern auch ganze Theorien sind mitunter so absurd, dass sie sich so einfach widerlegen lassen, dass ich es faszinierend finde, wie Menschen, die sogar teilweise, ich begegne denen ja, das sind teilweise tatsächlich politische AktivistInnen, die eigentlich ganz ehrenwerte Ziele verfolgen und an den ganz ehrenwerten Kämpfen beteiligt sind und die dann plötzlich mit so einem Müll rüberkommen, obwohl auch deren ganzen Theorien zum Teil unglaublich einfach widerlegen lassen. Ich will das mal an einem Beispiel machen, was eines der Lieblingsthemen ist. Und zwar auch deshalb, nicht nur um zu bedeuten, wie durchgeknallt das alles ist, sondern auch, das schiebe ich an der Stelle mal ein, weil es für mich eine der Strategien immer war, diese Menschen anzusprechen, genau mit dem, was sie da selber verbreiten, weil in dem Moment, wo du solche Zitate bringst und denen sagst, hast du darin eigentlich mal gelesen, treffe ich die mit einer ziemlich hohen Quote ziemlich doll. Also das muss ich sagen, meine Form von Politik ist sowieso das Wirken im Handgemenge, also dahin gehen, wo die Scheiße läuft, statt im Sofa meines Infoladens zu sitzen und hinterher noch einen Blog voll zu schreiben. Ich gehe dahin, wo der Mist läuft. Also ich hätte es auch für sinnvoller gehalten, Pegida nicht von außen als Nazis zu diffamieren, war nebenbei eine krasse Vereinfachung.
sondern hinzugehen und den Laden von innen auseinanderzunehmen. Also mit Hunderten von Leuten da reinzugehen und Gespräche anzuzetteln mit den Leuten und denen aber auch klar zu machen, was zum Beispiel ihre Führungselite für Leute sind und was sie für Scheiße verbreiten und so weiter. Das geht mit diesen Zitaten ganz gut. Fast die ganze Szenerie glaubt, dass es wahlweise die BRD nicht gibt oder Deutschland besetzt ist oder was auch immer. Das ist eine sehr geile Theorie, weil sie so einfach zu widerlegen ist, dass ich schon häufig erlebt habe, dass die Leute dann da so sitzen mit offenem Mund. Ich musste das ja sowieso üben, weil ganz viele Leute kamen in meinen Vortrag, Monsanto auf Deutsch, und meldeten sich dann hinterher und sagten, wusstest du eigentlich schon, dass es die BRD gar nicht gibt und dass daran alles liegt? Und jetzt darfst du natürlich nicht darauf eingehen, weil das sind ja wie Trolle im Internet. Die wollen ja jetzt, dass nur noch darüber diskutiert wird. Also du musst etwas finden, was ganz schnell funktioniert. Und tatsächlich, gerade bei der BRD-Frage, ist es total beeindruckend. Es gibt ja verschiedene Behauptungen über die BRD. Unter anderem behaupten die BRD ist eine GmbH. Habt ihr bestimmt alle schon gehört. Nun gibt es überhaupt gar keine BRD-GmbH. Das geben die auch sofort zu. Und ich dann immer, habt ihr es nicht eben noch gesagt? Ja gut, die heißt ein bisschen woanders. Gut, also man einigt sich in Stufe 1, dass diese GmbH, BRD Finanzagentur GmbH heißt und im Handelsregister von Frankfurt eingetragen ist. Soweit ist es immerhin richtig. Jetzt sagen die ja, die BRD gibt es nicht, sondern, also als Staat gibt es den nicht, sondern es ist eben nur diese BRD Finanzagentur GmbH. Nun gibt es hier vielleicht Leute, die sich mit GmbH-Recht auskennen. Die GmbH existiert Kraft dessen, dass mindestens ein Gesellschafter oder Gesellschafterin, das können wahlweise auch mehr sein, aber mindestens eine oder einer muss es sein, einen entsprechenden Vertrag gemacht hat, den Gesellschaftervertrag, und den ins Handelsregister eingetragen hat. Die BRD GmbH muss also mindestens einen Gesellschafter oder Gesellschafterin sein. Wenn ich mich jahrelang mit diesem Thema beschäftige, dass die BRD eine GmbH ist, dann komme ich doch irgendwann mal auf die Frage, wer ist eigentlich der Gesellschafter? Aber das Spannende ist, niemand von denen kann diese Frage beantworten, wo ich denen dann immer schon sage, kann es sein, dass ihr eure Gehirnkapazitäten nicht ganz ausreizt? Da geht doch mehr, oder? Gut, dann fangen die an zu stottern und sagen meistens, ja, wahrscheinlich die USA. Und ich sag dann nein. Und das ist sehr interessant. Es gibt nämlich tatsächlich nur einen Gesellschafter der BRD Finanzagentur GmbH. Und das ist die BRD. Und damit beweist die Existenz der BRD Finanz GmbH nicht, dass es die BRD nicht gibt, sondern sie beweist geradezu, dass es die BRD als Staat gibt. Und dann sagst du noch hinterher, und jetzt überlege mal, was das über dich aussagt, dass du diesen Quatsch seit 3 Jahren geglaubt hast und nie überprüft hast. Und zweitens, was das über die aussagt, die dich damit vollgelabert haben, dass sie dir diese Informationen vorenthalten haben. So, und so geht's weiter mit tatsächlich allem Möglichen. Ihr habt bestimmt schon gehört, dass Urteile nicht unterschrieben werden, weil das gar keine richtigen Beamten sind. Niemand ist jemals auf die Idee gekommen, in die Gesetze zu gucken, wo geregelt ist, wie ein Urteil ausgeführt werden soll. Nämlich, dass du zum Beispiel, wenn du ein Strafurteil bekommst, nur eine sogenannte Ausfertigung bekommst und in der Strafprozessordnung steht drin, die muss von einem Rechtspfleger oder Rechtspflegerin unterschrieben sein. Würde der Richter oder die Richterin das unterschreiben, wäre das Ding nicht gültig. Aber auch auf diese Idee, mal ins Gesetz zu gucken, ob es schlicht nicht erlaubt ist, dass die Richter die Ausfertigung an dich unterschreiben sollen, nur das Original in den Gerichtsakten, auf diese Idee kommt gar keiner. Die beschäftigen sich jahrelang damit und gucken nicht nach. Oder die Sache mit dem Friedensvertrag. Die behaupten alle, Deutschland ist besetzt, weil Deutschland hat keinen Friedensvertrag. Und dann kann man so sagen, bist du dir ganz sicher? Ich glaube, Deutschland hat einen Vertrag, in dem drin steht, ich zitiere das mal, die Französische Republik, die Union der sozialistischen Sowjetrepubliken, das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland und die Vereinigten Staaten von Amerika beenden hiermit ihre Rechte und Verantwortlichkeiten in Bezug auf Berlin und Deutschland als Ganzes. Als Ergebnis werden die entsprechenden, damit zusammenhängenden, vierseitigen Vereinbarungen, Beschlüsse und Praktiken beendet und alle entsprechenden Einrichtungen der vier Mächte aufgelöst. Das ist ziemlich deutlich. Dann fragen die natürlich, was soll denn das für ein Vertrag sein? Und dann sagst du, das ist der 2+4-Vertrag. Dann sagen die als nächstes,
Ja, aber da gibt es ja noch ein geheimes Zusatzprotokoll. Und dann sagst du, das ist mir gerade egal, eben gerade hast du noch gesagt, es gibt diesen Vertrag gar nicht. In der Hoffnung, dass ich ihn nicht kenne. Jetzt merkst du, dass ich ihn doch kenne. Und jetzt wechselst du deine Strategie und sagst, da gibt es doch ein geheimes Zusatzdokument. Und sag ich, ja, wo soll denn das sein? Ja, das ist halt so geheim, dass man es nicht kennt. Aber da steht drin, dass der Vertrag gar nicht gilt. Das ist natürlich eine geile Geschichte, dass die mal sagen, da gibt es doch ein geheimes Zusatzprotokoll. Und da steht drin, dass das nicht gilt. Nur leider ist das geheim und deshalb weiß man es nicht. Beweis mal die Nicht-Existenz eines geheimen Zusatzprotokolls. Aber das Interessante finde ich erstmal, dort klar zu machen, mit was für Methoden dort eigentlich gearbeitet wird. Ne? Also das sind genau die Sachen, die die der Lügenpresse vorwerfen. Das sind genau die Sachen, die die Angela Merkel und Sigmar Gabriel und wie sie alle heißen vorwerfen. Die machen so einen Scheiß auch. Aber ich finde es schon ziemlich bemerkenswert, dass hier primitiv Leute eingesammelt werden mit genau denselben Methoden. Es gibt übrigens auch eine lustige andere Vorgehensweise, die ich gefunden habe bei der Geschichte. Die sagen, manchmal auch die BRD gibt es nicht, weil es hat nie eine Volksabstimmung über die Verfassung gegeben. Da gibt es zwei verschiedene Reaktionsmöglichkeiten drauf. Die erste ist logisch, nämlich, so rum kann es nicht sein. Die Gegenfrage ist, wenn du meinst, dass ein Staat erst entsteht durch die Volksabstimmung über die Verfassung, wer führt dann die Volksabstimmung durch? Das ist ein logisches Argument, dass es doch wohl andersrum ist. Noch besser ist allerdings zu sagen, du bist also der Meinung, dass ein Staat nicht existiert, wenn das Volk über seine Existenz nicht abgestimmt hat. Ja. Da sind wir dann mal meinetwegen einer Meinung. Zumindest in Bezug auf die Bundesrepublik Deutschland muss festgestellt werden, dass in der Geschichte noch nie über irgendeine Verfassung oder so etwas abgestimmt worden ist. Und folglich Deutschland nie existiert hat und auch jetzt nicht existiert. Das habe ich bisher immer gesagt, das hat die geärgert. Inzwischen weiß ich aber, dass ich Unrecht hatte. Sehr wohl hat auf deutschem Boden schon eine Verfassungsabstimmung stattgefunden. Und wenn das die einzige Verfassung ist und der einzige Staat, der überhaupt existiert, dann leben wir in der DDR. Komischerweise stimmen die plötzlich ihrer eigenen These dann immer nicht mehr zu. Gut, also das ist der lustige Teil. Nun ist das dummerweise aber nicht lustig, aus vielen, vielen Gründen, weil dieser Hang zu vereinfachten Welterklärungen und dieser enorme Erfolg leider nicht nur dazu führt, dass total absurde Sachen geglaubt werden. Das ist ja nicht so gefährlich. Das ist zwar irgendwie ekelerregend, wenn irgendwelche Männermagazine wie Eigentümlich Frei der Meinung sind, dass das Öffnen eines Dosenbieres ein transzendentales Urerlebnis ist. Das wäre ja irgendwie nicht schädlich, wenn die da so einen Müll einfach nur verbreiten. Dummerweise passiert aber leider viel mehr. Das zieht ja richtig viele Leute. Und in deren Denkweisen breiten sich auch Sachen aus, die erhebliche Wirkungen auf das realpolitische Leben, auf die Gesellschaft haben. Und deshalb finde ich das nochmal ein bisschen interessant, darauf hinzugucken, was ist es eigentlich, was die Faszination von diesen Gedankenmodellen ausmacht, warum rennen da so viele Leute hinterher und warum ist das schwierig? Also ich glaube, dass eine der wichtigsten, wenn nicht die zentrale Zugkraft der vereinfachten Welterklärung genau das ist, die Vereinfachung. Wir leben in einer Welt, die zunehmend komplex erscheint. Und die Wortwahl jetzt ist sehr bewusst gewählt, sie erscheint zunehmend komplex. Wir bekommen immer mehr mit von irgendwelchen Kriegen, von immer mehr Elend. Wenn irgendwelche Politiker irgendetwas sagen, bekommen wir auch ziemlich schnell mit, was daran falsch ist. Überall sind irgendwelche Lecks in irgendwelchen Nachrichtenkanälen. Und es erscheint so, als wenn das Elend auf der Welt zunimmt und viel, viel mehr schlimme Sachen passieren. Möglicherweise ist das auch so. Es kann aber auch sein, dass wir nur pro Zeiteinheit viel mehr davon mitkriegen. Das liegt an der Entwicklung, der Globalisierung, der globalen Nachrichtennetze und so weiter und so fort. Möglicherweise haben wir einfach nur in den 70er und 80er Jahren gedacht, dass gar nicht so viel Krieg ist, weil wir das ganze Gemetzel europäischer Armeen in Afrika gar nicht so richtig mitgekriegt haben. Das ist aber für diese Fragestellung egal,
Weil ob es uns nur so scheint oder es tatsächlich so ist, auf jeden Fall stürzen auf unseren Kopf eine gigantische Menge von Informationen rein, die uns kaum noch eine Ruhe lassen, das irgendwie politisch-analytisch zu fassen, das irgendwie zu sortieren, irgendwo Handlungsansätze zu entwickeln. Es entsteht aus dieser Masse bei vielen, vielen Leuten ein enormes Ohnmachtsgefühl. Die da oben sind alle ganz böse. Also klar, dass Kapitalismus und Herrschaft Leute auch kapitalistisch und herrschaftlich denken lässt und dass irgendwie auch häufig Scheiße rauskommt. Dafür brauche ich keine Verschwörungstheorie. Das liegt in den Systemzwängen, die so etwas schafft. Aber wir kriegen das jetzt halt ganz viel mit. Halt, dass so eine ohnmächtige Analyse die Folge ist. Da ist irgendwie alles Scheiße. Und aus dieser Grundeinstellung eine gewisse Sehnsucht nach einer Matrix entsteht, mit der ich mir die Dinge erklären kann. Und diese Matrix arbeitet, damit sie den Kopf entlastet. Deshalb habe ich das so genannt. Diese Matrix entlastet den Kopf, weil ich will nicht mehr recherchieren, nicht mehr hinter die Dinge gucken, sondern ich habe meine Matrix, mit der ich die Dinge bewerte und die wende ich an. Ich mache ganz einfache Ursache-Wirkungsketten. Ich mache einfache Feindbilder, ein wunderbares Modell. Und damit erkläre ich die Dinge, die auf der Welt passieren. Und die Faszination dieser Erklärungsmodelle stammt meines Erachtens sehr stark tatsächlich aus dieser Vereinfachung. Also nehmen wir zum Beispiel die klassische Vereinfachung für den herrschaftsförmigen Aufbau der Welt. Die Welt ist herrschaftsförmig aufgebaut, das sehe ich auch so. Aber sie ist nicht, wie die vereinfachten Erklärungsmodelle meistens arbeiten, pyramidal. Also sprich, eine Spitze, die kontrolliert alles und dann geht es so nach unten weiter. Das wird in den vereinfachten Welterklärungen sehr weit verbreitet, wobei es total spannend ist, also selbst wenn ihr die Bücher aus dem Kopfverlag miteinander vergleicht, ist es total spannend, wer die Spitze der Pyramide ist, ist in jedem Buch anders. Das ist aber auch völlig egal. Weil es kommt ja gar nicht auf das Konkrete an, sondern ich will einfach nur eine einfache Erklärung haben. Selbst bei dem, wenn ihr diesen Film euch anguckt über Holger Strom, der haut selbst in verschiedensten Statements und Interviews alle möglichen Varianten raus. Also der kommt ganz häufig mal wieder mit den Juden, das ist sicherlich so der Klassiker und die traditionellste Vorstellung, also quasi so die Mutter oder der Vater oder irgendwas dazwischen aller Verschwörungstheorien, aufgrund der Geschichte in Deutschland etwas nur hinter vorgehaltener Hand heutzutage verbreitet, also da ist Strom eher eine Ausnahme, dass der das so offen raushaut. Meistens wird das eher so ein bisschen verklausuliert, das Ostküstenkapital oder das Finanzkapital. Aber das ist schon ein bisschen kompliziert, weil das kann man nicht so fassen. Also macht man es auch ein bisschen einfacher, reduziert das auf vielleicht ein paar hundert Leute. Die nennt man dann die Bilderberger. Mal ein Vorschlag. Also das ist so ein Treffen, die Bilderberger, werden vielleicht auch einige kennen. Das ist so der Klassiker. Früher waren das so die Freimaurer. Von deren Existenz lässt sich eigentlich nicht mehr so richtig was nachweisen. Also hat man jetzt so eine Nachfolgeeinrichtung, die Bilderberger. Bilderberger ist eigentlich nur ein Hotel. Da haben sie sich das erste Mal getroffen und seitdem heißen sie so. Das ist ein Treffen von lauter Leuten, die da diskutieren, wie man die Welt noch besser ausbeuten kann. Also schon wirklich, auch so wie ich es mal salopp sagen kann, eine Ansammlung von echten Vollarschlöchern. Nur, dass es von diesen Treffen eine Menge gibt und die sich alles andere als einig untereinander sind, sodass die Welt mindestens multipolar ist, also ganz viele Machtgruppen gegeneinander kämpfen. Ich würde aber behaupten, selbst das ist noch viel zu pyramidal gedacht. Eine moderne Herrschaftsanalyse würde eher zu dem Ergebnis kommen, dass die Welt gar kein Zentrum mehr hat, sondern dass sie durch Interessen und dass es halt schon auch bestimmte Antriebe gibt, kapitalistische Zwänge, die auf ganz vieles wirken, aber das ist irgendwo ein Zentrum, also die Strippen und so weiter und so fort, halte ich immer für eine Form der Vereinfachung. Dass es Leute gibt, die das gerne wehren und sich deshalb treffen, geschenkt. Aber jede NATO-Sicherheitskonferenz, jede WTO-Treffen, jedes weiß-ich-was-Treffen, EU-Gipfel oder sowas, ist ein Treffen von Leuten, die die Welt, die die Menschen und die Natur noch mehr auspressen wollen. Davon gibt es endlos viele. Und unter anderem die Bilderberger, eines von vielen, vielen Treffen. Das ist irgendwie ausgewählt worden, aber für manche ist das immer noch zu kompliziert. Und dann bleiben nur noch einzelne Familien übrig. Also ganz beliebt sind die Rockefellers oder die Rothschilds. Denen wird dann immer natürlich auch noch dazu gesagt, dass sie jüdisch sind. Da kommt es dann doch nochmal wieder durch. Was selten dabei gesagt wird, dass eine der beiden Familien gar nicht US-amerikanisch ist, weil da käme die ganze Vereinfachungstheorie auch ein bisschen ins Schleudern, dass man gar nicht mehr so richtig weiß, was jetzt eigentlich so gelten soll.
Am geilsten ist natürlich, wenn man das Ganze noch ein bisschen steigert mit so geheimen Mächten, was sehr beliebt ist, dass die auch Geheimtreffen haben und Geheimpapiere haben und so weiter und so fort. Dann habe ich ein sehr einfaches Bild, mit dem ich mir die Welt erkläre. Und dann ist es natürlich auch klar, also jetzt haben wir die sogenannte Flüchtlingskrise. Ich weiß gar nicht, wie sich dieses absurde Wort so durchgesetzt hat, Flüchtlingskrise. Aber das ist ja inzwischen schon ganz normal, dieser Begriff, dass diese Flüchtlingskrise geplant hervorgerufen worden ist von irgendwelchen Kreisen, die damit Deutschland kaputt machen wollten und sonst was. Das heißt, ich habe eine bestimmte Matrix, es passiert irgendetwas und dann drücke ich diese Matrix da drauf und erkläre alles, was passiert, damit. Wenn das die Deutschen wüssten, von Daniel Prinz, ist eines der meistgelesensten Bücher in den Verschwörungstheoretikerkreisen. Das ist im Amadeus Verlag erschienen, das ist der Verlag von Jan van Helsing. Wird auch vom Kopf Verlag vertrieben. Und zu meiner Überraschung gibt es dort ein Kapitel, die ganze Welt, wird alle Geheimdienste, alle Staaten, alle Regierungen werden kontrolliert von den Jesuiten. Also, Moment, der Mossad wird also jetzt von den Jesuiten kontrolliert. Das stört gar nicht, nicht? Also diese total absurden Widersprüche, die total auffällig sind, stören überhaupt nicht, weil jedes analytische Herangehen sowieso in einem Widerspruch steht zu dieser Vereinfachung. Die Vereinfachung selber ist schon die Attraktion. Und dann noch etwas Zweites, was damit zusammenhängt, nämlich die Einteilung in Gut und Böse. Am besten noch verknüpft mit Macht und Ohnmächtig. Dann lässt sich die Welt nämlich in diese Kategorien teilen, bei der ich selber sowohl zu der Gruppe der Guten wie auch der Ohnmächtigen gehöre. Das ist sehr praktisch, weil erstens bin ich ja dann gut und zweitens kann ich sowieso nichts machen. Die eigene Verstricktheit in die Systemzusammenhänge, dass selbstverständlich Handlungspotenziale auf dieser Welt, zum Beispiel durch Zugang zu Produktionsmitteln, durch Bewaffnung oder was auch immer, nicht gleich verteilt sind, geschenkt. Aber dass Menschen unverstrickt sein können mit den Verhältnissen, ist eine absurde Vorstellung. Gesellschaft ist die Totalität aller Handlungen aller Menschen. Und diese Verstrickung, sich selber anzugucken, wäre immer ein Teil der Auseinandersetzung mit Herrschaftsstrukturen. Aber das ist anstrengend. Und wenn es die Guten und Bösen gibt, und ich natürlich zu den Guten gehöre, ist ja klar, ne? Und dann die Mächtigen und Ohnmächtigen, und leider gehöre ich zu den Ohnmächtigen, und deshalb kann ich leider nur jammern. Und leider nur durch Dresden ziehen und sagen, ist das alles scheiße, obwohl das ja schon von vorgestern, ne? Also die demonstrieren dagegen die Islamisierung des Abendlandes. Jetzt sind es die Flüchtlinge und das ist gar nicht mehr deckungsgleich mit der uralten Idee, also uralt ist in Verschwörungstheorien so ein Jahr und älter, dass der Islam Europa überrennt. Und da kommt immer ständig irgendetwas Neues, das ist aber egal, das wechselt man einfach so aus. Dieses Gut und Böse und dieses Macht und Ohnmächtig ist identitätsstiftend. Also diese ganzen vereinfachten Welterklärungen sind fantastisch geeignet, ein Wir und ein Die zu machen. Wir, die armen Opfer. Wir, die eigentlich Guten. Man baut sich dann so ein Verfolgten-Image. Deshalb wird ganz viel auch in diesen Kreisen darüber geredet, dass sie zensiert werden und verfolgt werden und so weiter. Das finde ich total spannend. Also der Herr Sarrazin, der hat da ständig drüber geredet, dass er ständig zensiert wurde. Also ich habe ja gefeiert, als mein Monsanto auf Deutsch 0,1 Promille der Auflagenhöhe von seinem Buch erreicht hat. Und der hat ja wirklich in jeder Talkshow gesessen und gesagt, dass er in Talkshows nicht reden darf. Ne? Also ich bin noch nie in eine Talkshow eingeladen worden. Aber ich würde nie behaupten, dass es sich dabei um individuelle Zensur handelt. Ich bin einfach uninteressant aus verschiedensten Betrachtungswinkeln in einer kapitalistischen Gesellschaft. Ich weiß auch, wir sind irgendwann mal in Mode gekommen, als so diese Containerwelle über Deutschland losging. Da sind mal Projektwerkstätten da ganz viel beim Containern gefilmt worden. Total unpolitisches, peinliches Thema. Also ich finde Containern schon richtig, um unabhängig leben zu können und denen es so richtig geben zu können, ohne Angst haben zu müssen, einen Job zu verlieren. Aber natürlich ist Containern keine revolutionäre Tat, das ist Wühlen im Müll. Aber nützlich, wenn man unabhängig sein will. So, und dann kam das irgendwann mal in Mode, das war gegen 2003. Und dann haben die halt lauter Filme gemacht, nicht? Aber wir haben in der Projektwerkstatt halt auch junge Frauen. Und die Filmteams wollten immer nur junge Frauen in den Talkshows und in den Mülleimern haben. Das ist Patriarchat. Und so bin ich nie da reingekommen, weil das ist nicht Zensur. Das ist total albern anzunehmen, dass das Zensur ist, sondern hier wirken gesellschaftliche Mechanismen. Und dass die in dieser Gesellschaft sehr prägend sind, führt dazu, dass bestimmte Sachen so gleichförmig verlaufen, dass man denkt,
Da müssten Marionettenspieler dahinter stehlen, aber das ist eine sehr gefährliche Betrachtungswinkel, weil man damit die Systemkräfte und die Systemzwänge erheblich unterschätzt. Wenn man glaubt, dass das ja nur sein kann, wenn das zentral gesteuert ist. Also dieses Verfolgten-Image ist schon ziemlich nützlich. Das ist identitätsstiftend, das schweißt diese Leute zusammen, das bringt solche Sachen wie Pegida oder wen auch immer dazu, dass dort 10, 20, 30 oder 40.000 Leute in Dresden, die voraussichtlich politisch bei näherer Betrachtung eigentlich nichts gemein haben, also wahrscheinlich sehr unterschiedliche Leute, von Nazis bis zu irgendwie Leuten, die sich überhaupt noch nicht mit politischen Verhältnissen auseinandergesetzt haben, bis hin zu lauter Leuten, die auch auf linken Demos am nächsten Tag mitlaufen, weil das sich auch gegen irgendetwas richtet, dass die da zusammen ein Wir-Gefühl erzeugen. Dritter Punkt, die Dinge werden schon aber auch ganz ordentlich inszeniert. Das muss man schon sagen, die beherrschen die Kunst der Inszenierung schon auch. Diese großen Kongresse und diese Demos, das sind schon auch Kunststücke der Inszenierung, riesige Shows. Die filmen das ja auch immer, setzt das im Internet. Also wenn ihr zum Beispiel mal so einen Mitschnitt von der Antizensurkonferenz euch anguckt. Also ich habe da ja auch mal gestanden auf der Bühne, ist eigentlich total bescheuert, weil du guckst nur in riesige Scheinwerfer und siehst gar nichts. Das ist eine unglaubliche Show dort. Mit riesigen Leinwänden und Inszenierungen und, ach du Scheiße, mit einem Eingangstrailer, den alle dort sehen mussten auf den riesigen Leinwänden. Ihr seid hier nicht, um eigene Gedanken zu haben, sondern um den Helden zuzuhören. Die Helden waren die 6 Referenten, also sowas wie ich. Sehr peinlich. Man durfte dort auch keine eigenen Flugblätter verteilen, nur die Helden durften Flugblätter verteilen. Das war der Moment, wo ich die erste Auflage meines Kopfentlastenbroschüre produziert habe, um die dort als Held verteilen zu dürfen. Also riesige Inszenierung, Essen umsonst und ständig dazwischen irgendwelche Musikgruppen und tüdelat. Einmal so 2 Zitate aus den Mobilisierungen der AZK. Texte von Ivo Sasek, also dem Menschen, der das Ganze in der Hand hat. Also wenn ihr euch das anguckt, der macht immer die Moderation auf der Bühne in weiß gekleidet. Der ist schon echt ein beeindruckender Typ so. Der schreibt unter anderem, wenn jemand einen zur AZK mitnehmen will. Wenn mein Gast ein Mensch ist, der schon einmal vorwurfsvoll aus einer Bewegung, zum Beispiel AZK, ausgestiegen ist, dann darf er nicht durch die Hintertür einfach wieder zu einer AZK eingeladen werden bzw. kommen. Zuerst muss er sich vor einem Leitungsteam als echt reuig ausweisen können und neu zugelassen werden. Auch das sind Vereinfachungen von links, wenn man die alle als Nazis benennt. Das ist zwar auch schön, dann sind wir die Guten und die anderen die Bösen. Ivo Sasek ist fundamentalistischer Christ. Der hat letztens sogar einen Vortrag gehalten, kann man sich anhören. Fand ich auch gut, dass er das gemacht hat, weil er das damit selber begründet, was ich immer schon über ihn gesagt habe. Der hat einen unglaublichen Hass gegen Juden und gegen Homosexuelle. Der hat letztens einen Vortrag gehalten, wo er das alles aus der Bibel abgeleitet hat. Also das fand ich sehr interessant, diesen Vortrag. Ne? Also die Bibel kann man schon so benutzen. Also ich finde ja auch nicht, dass dieses Christentum eine besonders geile Erfindung ist. Also der macht das aus einer fundamentalistisch-religiösen Sache. Das ist natürlich auch ekelerregend, aber es ist was anderes als Nationalsozialismus. Nun gut, also der schreibt in einem anderen Brief, wie im Krieg hat jeder Einzelne von uns die volle Verantwortung der Gesamtbewegung gegenüber. Dies sind verbindliche Weisungen der AZK-Regie. Bitte nehmt sie so ernst, wie man Befehle einer Regierung ernst nimmt. Wir vertrauen euch und informieren euch dann rechtzeitig in Liebe und verbindlicher Kameradschaft, Ivo Sasek. Ich frag mich, warum merkt das niemand, der einen solchen Zettel in der Hand hat, was da eigentlich steht? Einmal wurde es bemerkt, da sind sie einen Schritt zu weit gegangen. Und das war ein deutsch-nationales Projekt aus dieser Szene. Das ist relativ häufig verbreitet, deutsch-nationale Ideen. Aber das ist keine grundlegende Erkennungsmelodie. Eines der deutsch-nationalsten Projekte aus dieser Szene war das Projekt Aufbruch Gold-Rot-Schwarz. Das gibt es auch im Internet, das kann man sich auch angucken. Das betreiben Joe Conrad, der macht Bewusst TV. Das ist so ein bisschen der esoterische Flügel der vereinfachten Welterklärer. Zusammen mit Michael Vogt. Der macht Querdenken-TV, früher Alpenparlament-TV, das ist ein bisschen die Rechtsaußen der vereinfachten Welterklärer. Die beiden zusammen machen also eine solche
Veranstaltung, Aufbruch Gold, Rot, Schwarz. Das fand in Alsfeld statt. Und da war es schon so, dass Joe Conrad von der Bühne am Anfang so runter erzählte, bitte arbeiten Sie mit an den einzelnen Bereichen und versuchen Sie nicht, Ihre eigenen Vorstellungen durchzusetzen. Das sagt er so von oben so runter. Man kann sich das angucken, ist voll videografiert worden, sehr interessant durchaus auch. Diese ganzen anderen Untertöne wie patriarchale Orientierung oder sowas, also so die Feinheiten, dann bauen die da zusammen auf und dann trägt da eine Frau so eine Stellwand, so ein Flipchart durch die Gegend und Joe Conrad muss natürlich sagen, oh, starke Frauen. Also man merkt, in welcher Welt die halt so unterwegs sind. Die wollten einen Text veröffentlichen, eine Erklärung, Aufbruch Gold, Rot, Schwarz, ein Text, so als Aufbruchssignal für eine deutsche nationale Erneuerung. Dieser Text sollte dort sogenannt gemeinsam erarbeitet werden und alle, die da hinkamen, bekamen am Anfang einen Zettel, den sie unterschreiben sollten und den lese ich euch mal vollständig vor. Also ihr müsst euch vorstellen, ihr kommt jetzt also auf solches Treffen, theoretisch mit einem politisch-kritischen Background, das muss man schon sagen, dass die meisten, die sich da einfangen lassen, mit einer kritischen Position da reingehen, das sind nicht gerade die CDU-Stammwähler. Und diese Erklärung, die sie unterschreiben wollten, und da gab es wohl offensichtlich irgendwelche Gründe, warum die dann zurückgezogen wurde. Aber sie lacht da erstmal aus und ich finde es schon interessant, was sie für Versuche machen. Ich zitiere sie vollständig. Erklärung. Ich bin bereit, aufgrund der bereits vorliegenden Texte an Feinheiten zu arbeiten. Und dem gesetzten Ziel, sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner für eine gemeinsame Proklamation zu einigen, nicht im Weg stehen werde. Mir ist klar, dass nie etwas erreicht werden kann, wenn jeder eigene Vorstellungen durchziehen will. Deshalb akzeptiere ich das Ziel, dass am Nachmittag des 9. November das gemeinsam Erarbeitete, das nahe an den bereits vorliegenden Texten sein wird, verkündet wird. Sollte es unüberbrückbare Gegensätze zu meinen Vorstellungen geben, verspreche ich, das gemeinsame Ziel nicht zu stören. Die Moderatoren Joe Conrad und Michael Vogt dürfen das gemeinsam Erarbeitete vortragen, auch wenn Diskussionen noch nicht abgeschlossen sind, damit das Ziel dieser Zusammenkunft erreicht werden kann. Ich habe die Erklärung gelesen und akzeptiere sie. Das ist blanke Unterschrift für einen totalitären Betrieb. 9/11 in Germany hieß das Treffen, glaube ich. Ja, und das ist nämlich mein letzter Punkt auch noch. Dann komme ich nämlich auf das Thema, was ich auf jeden Fall immer vermeiden möchte, auch empfehlen kann, diskutiert das mit niemandem, weil das ist so unendlich, da bist du nicht in der Lage, das abzustoppen. Das ist 9/11. Das ist aber schon nicht unbedeutend, dieses Ereignis mit den umkippenden Hochhäusern. Das Spannendste am 11.09.2011 finde ich etwas ganz anderes als die Frage, was ist da eigentlich passiert? Diese Frage werden wir sowieso nicht mehr lösen können. Das ist unter einem derartigen Berg an Erklärungsmodellen und Propagandabergen verschüttet worden, dass man, glaube ich, keine praktische Chance mehr hat, herauszufinden, was da eigentlich wirklich passiert ist. Das Spannendste finde ich, dass dieses Ereignis wunderbar genutzt werden kann und das kann man jetzt an allen neueren Dingen auch nachvollziehen, wie das funktioniert mit dieser Matrix. Ich habe also ein bestimmtes Welterklärungsmodell, das ist total simpel und das packe ich drauf. Also ich habe den 11.09.2001 wie folgt erlebt. Ich mache irgendwas in der Projektwerkstatt und ich hänge ja nicht vom Internet rum, Fernseher haben wir dort glücklicherweise gar nicht. Also bin ich mindestens 40 Minuten lang im Tal der Ahnungslosen gewesen, dann klingelt irgendwann das Telefon. Es ruft mich jemand an, der aus den Strömungen der Antideutschen kommt. Also da ich mich immer versuche, möglichst anti-identitär zu halten und versuche eher mit einer Herrschaftskritik Dinge zu machen, bin ich eigentlich keiner bestimmten Strömung so richtig zugehörig, was auch wiederum den Vorteil hat, dass ich aus fast allen irgendwelche Leute kenne. Also es gibt auch in allen Strömungen welche, die mich hassen, aber ich kenne auch welche ganz gut in allen. So gibt es auch ein paar Antideutsche, deren Erklärungsmodell für die Welt ich auch ziemlich einfach finde in der Regel. Und mich rief einer an, den ich kannte, und sagte am Telefon den Satz, hast du schon gehört, die Palästinenser sind in die World Trade Center reingeflogen. Es ist mir nachhinein vollkommen klar, warum dieser Antideutsche diesen Satz sagen musste. So wie alle anderen, die hinterher Theorien verbreitet haben, was da passiert ist, nichts anderes gemacht haben, als etwas, was sie am Tag vorher schon wussten. Nämlich, wer böse Sachen macht, jetzt einfach auf dieses Ereignis zu stülpen. Da gibt es die US-amerikanische Regierung, fraglos die Führungsklicke eines kapitalistischen, militaristischen Staats, also richtig scheiße.
Die US-amerikanische Regierung brauchte halt mal wieder ein Feindbild und das fanden sie zu dieser Zeit bei den Islamisten, orteten die dann in Afghanistan, obwohl wir heute wissen, dass sie in Hamburg gewohnt haben. Es wurde aber nicht Hamburg bombardiert, da muss es sich halt um kleinen logistischen Fehler handeln, sondern Afghanistan. Dann gab es zum Beispiel diese Verschwörungstheoretiker, die ja immer wissen, dass die CIA hinter allem steckt. Die brauchten also auch gar nicht hinzugucken, die wussten dann auch schon im Prinzip einen Tag vorher, da wussten sie noch nicht, dass die World Trade Center zusammenbrechen, aber sie wussten schon, dass die CIA das machen würde. Weil diese Matrix ist im Kopf. Und jetzt passieren alle möglichen Sachen, da fällt ein Flugzeug vom Himmel in der Ukraine und wir wissen, wer es war. Jeder weiß, wer es war. Jeder packt seine eigene Version da drauf und so passiert es mit jedem Ereignis wieder neu, dass egal was passiert, man drückt seine Matrix da drauf, bestätigt sich immer wieder selbst dadurch, dass wenn du nur durch diese Matrix guckst, wirst du ja auch nur das als Ergebnis finden und dadurch stabilisiert sich das selbst. Das Ganze schafft eine Menge von Problemen. Ich habe viele schon so eingeflochten. Zusammenfassend vielleicht nochmal, die haben extremen Zulauf. Das schafft Ohnmacht und lenkt ab. Das ist schon ein bisschen schade. Weil es ist ja schon so, es gab auch Zeiten, da haben wir uns herbeigewünscht, dass mal wieder mehr Leute auf die Straße gehen. Und jetzt gehen mehr Leute auf die Straße und wir müssen feststellen, ach, waren die Zeiten noch schön, als keine Leute auf die Straße gegangen sind. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber letztendlich, dass es einen Haufen von Menschen gibt, die unzufrieden sind mit den herrschenden Verhältnissen und die Ausführenden der herrschenden Funktionen nur noch wenig glauben, ist prinzipiell per se noch nicht schlecht. Dass diese jetzt aber mitgenommen werden von den Verkündern primitiver Welterklärung, ist ein Problem. Weil sie gehen damit nicht nur verloren für einen emanzipatorischen politischen Kampf, sondern werden eingespannt für einen anti-emanzipatorischen politischen Kampf. Zweitens, es gibt sehr krasse Andockstellen für sehr stark anti-emanzipatorische Strömungen. Ich bin nicht der Meinung, dass vereinfachte Welterklärungen per se rechts sind. Es gibt eine Menge von Dingen, die sind einfach auch nur blöd. Wieso soll die, übrigens schwer widerlegbare Sache, weil es immer ein bisschen von der Logik her schwierig ist, etwas, was nicht da ist, zu belegen, dass es nicht da ist. Wo ist denn die Verschwörung in den Chemtrails? Wo ist die Verschwörung in der Theorie, dass die Menschen von Aliens abstammen oder die Erde in Wirklichkeit hohl ist? Das ist ja weder eine Theorie noch eine Verschwörung. Also dieser Begriff würde solche absurden Dinge ja adeln. Aber auf jeden Fall, was soll denn an der hohlen Erde rechts sein? Also das passt überhaupt nicht zusammen. Rechts ist eine politische Ideologie und viele dieser vereinfachten Welterklärungen enthalten gar keine politische, ideologische Geschichte. Aber sie sind stark andockfähig durch diese Gut- und Böse-Schemata, dadurch, dass irgendwelche Feindbilder aufgemacht werden. Und das ist auch sehr eindeutig erkennbar, dass Rechte da reinsickern. Wer sich die Zeitung kompakt in die Hand nimmt, kann das jeden Monat am Bahnhofskiosk erleben, wie stark durchdrungen von rechten Positionen das inzwischen ist. Jürgen Elsässer hat höchstpersönlich 2013 zur Bundestagswahl einen Vorschlag gemacht, wer seiner Meinung nach die Bundesregierung einnehmen soll und hat als Bundeskanzler Thilo Sarrazin vorgeschlagen. Ich zitiere mal aus Jürgen Elsässers Rede auf der Legida am 21.01. letzten Jahres. Mir wäre es das Liebste, Obama nimmt seine ganzen Truppen und Stützpunkte und zieht sie ab und gibt Deutschland seine Freiheit wieder. Amigo home! Und wir können uns nicht diese Demokratie verwehren lassen durch Einspruch von Washington oder Brüssel oder Ankara oder Tel Aviv. Patrioten aller Länder und Religionen, vereinigt euch! Für Deutschland! Für die deutsche Souveränität! Für ein Europa der Vaterländer von Lissabon bis Vladivostok! Das, finde ich, ist jetzt nicht mehr zufällig, dass dort enorme Mengen an Nazis halt zujubeln. Das ist sehr, sehr andockfähig, wenn nicht inzwischen bei Jürgen Elsässer selbst rechte Ideologie. Gut und böse Schemata und primitive Feindbilder können noch wesentlich weitergehendere Probleme hervorrufen. Alle eliminatorischen Ideen in der Geschichte, dem Höhepunkt des Holocaust,
basierten immer auf der Ideologie des Gut- und Böse-Schemata, der Feindbilder, dass es da irgendetwas Böses gibt, was es auszumerzen gibt, menschliches Ungeziefer und solche Sachen. Das heißt, wenn wir heute ständig wieder diese Sachen, Islam, Flüchtlinge, die USA sind die Bösen, wahlweise sagen andere, die Russen sind die Bösen. Typische linke deutsche Debatte ist ja, sind Israel die Bösen oder ist Palästina die Bösen? Letztendlich machen beide Fraktionen den gleichen Fehler, indem sie in Gut und Böse einteilen. Und ich glaube auch, dass beide Fraktionen das brauchen für ihre Identitätsstiftung. Also wenn es Israel und Palästina nicht gäbe, dann müsste man die erfinden, und zwar für die deutsche Linke, damit die ein Identifikationsobjekt hat. Ich glaube, alles, was dort gemacht wird, hilft den Menschen überhaupt nicht. Das wichtigste Problem scheint mir aber, das habe ich vorhin schon genannt, dass mit diesen vereinfachten Welterklärungen, mit diesem Hang dazu, eine Erklärung finden zu wollen für diese ganze Scheiße, die wir plötzlich mitkriegen und die immer da war, dass wir die Systemzwänge halt unterschätzen, indem wir danach suchen, dass es irgendwelche Strippenzieher geben muss und uns plötzlich nicht mehr mit Fragen von Kapitalismuskritik, von Problematik von Herrschaft, mit der Problematik von Nationen, Staatenbildung und so weiter und so fort auseinandersetzen, sondern plötzlich zurückkehren zu irgendwelchen Dingen. Die Bösen regieren Deutschland, wenn die Guten Deutschland regieren, dann ist auch alles gut. Nach meiner Auffassung ist von diesem Hang zu vereinfachten Welterklärungen zurzeit eigentlich kein gesellschaftlicher Bereich gefeit. Das findet überall statt. Das will ich nicht umfangreich ausdehnen. Aber ich finde schon, dass in politischen Bewegungen, die sich als links definieren, es auch zu einer, es war immer schon so, aber auch zu einer Zunahme von Vereinfachungen gekommen ist. Ich habe das eine Beispiel schon erwähnt, das ist das, weswegen ich mich mit diesem Thema angefangen habe zu beschäftigen. Der ist man irgendwie gegen die Gentechnik und der Hassbegriff ist Monsanto. Also ich habe so viele Felder besetzt und dann kamen Leute vorbei und sagen, ja super, ich bin auch gegen Monsanto. Das waren aber nie Felder von Monsanto. Die ganze Finanzkapitalkritik, die ja sehr weit verbreitet ist, hochgefährlich. Der ganze Gründungsprozess von Attac basiert auf der Logik, wenn man sich die damaligen Schriften anguckt, auf die Einteilung in spekulatives und investives Kapital. Die ersten Flugblätter für die Einführung der Tobin-Tax, also dieser Devisenspekulationssteuer, vielleicht können sich manche noch daran erinnern, der Name Attac klingt ja nur sehr kämpferisch und ist in Wirklichkeit die französische Abkürzung von Organisation zur Einführung einer Tobin-Tax im Interesse der Bürger. Mit diesem Verbandsnamen hätten sie aber bestimmt nicht so punkten können. In den allerersten Schriftstücken wird für die Tobin-Tax geworben, weil dann eine Mittelverschiebung von spekulativem Kapital in investives Kapital stattfinden würde. Also, was könnte das sein? Atomkraftwerke, Rüstung, transnationale Autobahnen, Flughäfen. Vielleicht freuen wir uns irgendwann noch einmal, wenn es dazu kommt, als die nur im Casino gespielt haben. Wenn irgendwann wieder die Investitionen mehr Kohle bringen und sie investieren in die Zerlegung der Landschaft und der Menschen. Aber wenn man es näher betrachtet, ist die Trennung in investives und spekulatives Kapital auch totaler Nonsens. Kapital sucht immer den Ort der höchsten Verwertung. Und dann gucken die halt gerade, wo geht mehr, an den Börsen oder wenn ich einen Panzer baue. Und sie werden das nehmen, wo mehr geht. Und von daher ist es ziemlich irrelevant, zwischen dem zu unterscheiden, abgesehen mal davon, dass mir bis heute niemand erklären konnte, in welchen Bereich eigentlich Immobilienspekulationen hineingehören. Ist das investives oder spekulatives Kapital? Da wird was gebaut, aber es wird damit spekuliert. Es soll auch meistens niemand drin wohnen. Was ist das? Also diese Trennung ist künstlich, sie vereinfacht unser Denken und sie schafft Gut und Böse. Das heißt auch, hier ist deutlich in unseren eigenen Bereichen das. Das aktuelle Beispiel, was ich nennen will, ist, weil ich das ziemlich erschreckend finde, also ich will das nicht verallgemeinern, ich weiß, dass es da auch Leute gibt, die dann andere Positionen zu haben. Das Projekt, was momentan am meisten Zulauf hat an politischen Protest, ist ein Freihandelsabkommen. Deutschland hat schon sehr viele Freihandelsabkommen, aber das ist wie mit Kriegen so. Kriege sind auch erst dann richtige Kriege, wenn die USA mitbomben. So ist das mit den Freihandelsabkommen auch. Solange Deutschland Freihandelsabkommen macht mit irgendwelchen kleineren Staaten auf der Welt, die dann ausgebeutet werden und ausgewrungen werden bis zum Abwinken, interessiert keine Sau. Aber mit den USA, dann geht's ab. Also das TTIP, das darf nicht sein, weil jetzt ist es mit den bösen USA
Und jetzt wird es richtig interessant. Das TTIP ist ja ein Abkommen zwischen der EU, welches wirtschaftlich betrachtet die viel größere Macht auf der Welt ist gegenüber den USA. Die USA haben mehr Militär, weswegen die das auch auffällig häufig einsetzen, denn man spielt ja am besten die Sportart, die man am besten kann. Während die Konzerne und die europäische Wirtschaftspolitik ist wesentlich erfolgreicher. Deutschland alleine ist auf dem Weltmarkt wesentlich erfolgreicher als die USA. Dieses TTIP ist ja nun ein Abkommen, um das Agieren von Firmen im Weltmarkt zu vereinfachen. Es stärkt die Unternehmen gegenüber den Menschen. Das allein ist Grund genug, dieses Vertragswerk alles andere als zu begrüßen. Aber was total absurd ist, ist die Behauptung, dass es der Überfall der USA über Europa ist. In der jungen Welt fand ich mal diese Anzeige. Und die ist von der GEW. Das ist auch nicht die bekloppteste aller Gewerkschaften. Und dort findet man eine Burg, auf der steht Europa. Und davor steht ein trojanisches Pferd, auf dem steht TTIP. Wer sich an die Geschichte von dem trojanischen Pferd erinnert und das jetzt überträgt, ist Folgendes klar. Die, die hier bedroht werden von dem trojanischen Pferd, haben an dem trojanischen Pferd bei dem historischen Vorbild, was ja nur erstmal auch ein Mythos ist, nicht mitgebaut. Das heißt, dieses sagt also schon mal aus, das TTIP bedroht Europa und Europa kann aber nichts dafür, macht also beim TTIP gar nicht mit. Das TTIP ist eine Bedrohung von außen mit dem Ziel, Europa zu zerstören. Das finde ich schon ganz schön heftig. Compact. Diese Organisation, der Weltmeister der Vereinfachung zum Zwecke der Spendenakquise, verteilt nicht nur Fahnen gegen das TTIP. Auf diesem TTIP steht TTIP stoppen und es ist eine Roundup-Flasche von Monsanto und ein Dollarzeichen zu sehen und die Roundup-Flasche ist als Monster so umgestaltet. Das geht ja noch. Nicht, ist es zwar irgendwie ein bisschen auffällig, dass da kein Euro drauf ist und keine europäische Firma, aber sagen wir mal, der Durchschnitts-Anti-Amerikanismus treibt dort halt fröhliche Urstände. Aber sie haben auch eine Fahne gedrückt gegen das CETA. Das ist ja das Freihandelsabkommen der EU mit Kanada. Und auf der ist auch die Monsanto-Flasche als Monster. Was hat Monsanto mit dem CETA zu tun? Aber das kommt halt gut. Das ist Vereinfachung in unseren eigenen Reihen und von daher finde ich, der kritische Blick auf diese Sachen muss auch dazu führen, dass wir mit unseren eigenen politischen Aktionen und Analysen anspruchsvoller werden. Ich finde auch, dass die Kritik an den vereinfachten Welterklärungen darunter leidet. Ich hatte das vorhin schon immer gesagt, wer sich vor den Pegida-Massen hinstellt und brüllt alles Nazis, bringt diese Leute identitär zusammen und macht aus einer Runde unterschiedlicher Leute einen Haufen von Leuten, die sich mit den Nazis identifizieren. Das heißt, wir produzieren das Ergebnis selber. Das ist selber Vereinfachung. Genauso wie ich erlebt habe, dass zum Beispiel, ich hatte vorhin die Person Ivo Sasek erwähnt, dieser christlich-fundamentalistische Mensch, der diese AZK organisiert. Als ich da aufgetreten bin, haben ja alle möglichen Leute, gibt ja auch genug Leute, die mir mal einen reinhauen wollen, gleich gesagt, siehste, endlich wissen wir es, der Bergstedt ist auch ein Nazi. Das ist erstens unsinnig, finde ich, unverschämt, weil man hat mich nie gefragt, warum ich da war. Habe ich ja immer auch erklärt in den Vorträgen, hier heute auch. Aber das zweite Falsche daran ist, dass Ivo Sasek kein Nazi ist. Und mit diesen Vereinfachungen machen wir uns selber, diese Gut und Böse, wir sind auf der Seite der Guten. Und wir kritisieren jetzt die ganze Phalanx von Chemtrails-Gläubigen und sonst was permanent mit der Nazi-Keule und schmieden die damit zusammen. Und das ist saumäßig dumm. Weil wir genau denen das Handwerk machen. Die wollen gerne ideologische Schwärme ohne Binnendifferenzierung. Die wollen, dass die Leute ein Wir-Gefühl haben. Pegida will ein Wir haben. Und wir müssen das dekonstruieren, statt mitkonstruieren. Ja, was bleibt übrig? Das Schöne ist, man kann an schlechten Beispielen lernen. Für unsere eigene Arbeit, für den Umgang mit so etwas. Und das wäre für mich auch so, kurz vor Ende, der doppelte Appell, anspruchsvoller werden mit unseren eigenen Inhalten, einen emanzipatorischen Gehalt in unsere Aktionen hineinlegen, sich nicht reduzieren. Das ist selbst bei unauffälligen Sachen ja so. Mich hat ja alleine schon angekotzt bei der Antigentechnikarbeit, dass der Begriff gentechnikfrei
diesen Gutstempel bekam. Nicht, das führte dann dazu, das ist jetzt nicht so, dass das gleich andockfähig für rechts ist oder sonst was, aber es ist wieder eine Vereinfachung, die Gefahren hat. Zum Beispiel, wenn ich jetzt die Menschen vertreibe in Südamerika oder den Regenwald umniete für gentechnikfreies Soja, dann ist es gut. Weil ich eine Reduzierung meines Blickwinkels auf Pro und Contra Gentechnik habe. Ich glaube zwar, dass man Politik nur an konkreten Auseinandersetzungen führen kann. Also, dass das Rotweinsesselsitzen von so manchen Kreisen, die immer nur über das Große und Ganze diskutieren, dass es das auch nicht bringt. Aber dass wir den Anspruch haben sollten, an unseren konkreten Kämpfen, Hausbesetzungen, Mastanlagen, Blockaden, Braunkohle, Bergbaulöcher, Fluten oder was auch immer, immer das Große und Ganze mitformulieren müssen. Das geht, das passt auch in Köpfe rein, das passt auch auf Flugblätter, vielleicht nicht auf jedes Transparent, aber auf mehrere zusammen vielleicht auch noch. Und das finde ich, diesen Anspruch sollten wir an uns haben. Das sollten wir auch daraus lernen. Wir sollten nicht in einen Wettbewerb eintreten, wer akquiriert am allermeisten Spenden, Wählerinnen oder Mitglieder oder Mitwirkende durch die allerplatteste Phrase. Und das Zweite ist, unser Umgang mit denen sollte meines Erachtens eben dekonstruieren. Ich finde, emanzipatorische Politik kann immer und überall stattfinden. Ich habe mich tatsächlich mit diesem Vortrag schon in verschwörungstheoretische Kreise, also richtig Gruppen, die nichts anderes machen als Verschwörungstheorien diskutieren, einladen lassen. Natürlich auf diesem Ticket Monsanto auf Deutsch, dass sie mich cool fanden. Habe ihnen gesagt, ich habe da noch einen neuen Vortrag und sowas, dann habe ich den gehalten. Super spannend. Super spannend, wenn da so vor dir so eine ganze Horde sitzt und du dieses Zeug erzählst, was da für spannende Sachen entstanden. Also ich habe es in München mal erlebt. Ein Drittel, alles Männer, vollkommen außer sich. Ein Drittel, darunter der führende Kopf, der das irgendwie intellektuell spannend fand und mir immer wieder widersprochen hat, was auch praktisch ist. Die sind ja sehr platt, ne? Also er hat sich zum Beispiel über die Amerikanisierung der deutschen Sprache aufgeregt. Fand ich total spannend, weil das ist auch so ein Ding, was sie immer bringen, wo ich sie auch immer kommen lasse und sage, boah, das kenne ich gar nicht. Kannst du mal Beispiele nennen? Und dann sagen die Beispiele für Wörter, von denen sie meinen, dass die aus dem Amerikanischen stammen. Dann sage ich immer, hä? Das ist doch Englisch! Eine europäische Sprache. Und soweit ich informiert bin, sind es die Europäer gewesen, die diese Sprache mal ziemlich brutal auf Amerika gekippt haben und nicht umgekehrt. Also, das lohnt sich. Die dritte Gruppe waren vor allen Dingen Frauen, die da aus irgendwelchen Gründen auch saßen. Wahrscheinlich waren das alles sehr gute patriarchale Ehen, wo die Frauen höflich immer mitgehen mit ihren Männern. Und die hinterher zu mir kamen und meinten, ich kann mich noch erinnern an eine Frau, die mich so am Arm packte und meinte, endlich mal ein guter Vortrag, die labern hier so viel Scheiß. Ich finde, das lohnt sich. Politik findet immer und überall statt. Und ob jetzt als Kommunikationsguerilla irgendwo reingehen und Läden zerlegen wie die Yes-Men, das kann man auch im Kleinen machen oder wie auch immer, oder reingehen und sich streiten. Ich will Dinge verändern. Ich bin von meinen Positionen auch überzeugt, bis jemand anders mich wieder überzeugt. Warum soll ich denn Angst haben vor denen? Ich will die Auseinandersetzung, weil ich will, dass sich da was ändert. Und ich finde, fände das als politische Strategie viel, viel sinnvoller als dieser Rückzug in unsere identitären Klitschen und selber in Gut und Böse teilen. Abschließend 8 Tipps, sicherlich keine vollständige Liste, 8 Tipps für skeptische Denken und dann kommt noch eine kleine Lyrik. Was helfen kann, wenn man auf Informationen stößt? Erstens, guckt euch an, wie die Quellenlage ist. Sind da überhaupt Quellen? Also wir haben ja wirklich eine ganze Bibliothek von diesen ganzen Büchern und ich finde das total spannend, dass die meisten dieser Bücher überhaupt gar keine Quellen haben. Null. Und wenn sie welche haben, dann auch nochmal überprüfen, ob es nicht selbstreferenzielle Quellen sind. Also natürlich ist es auch keine Quelle, wenn derselbe Text mal im Internet war. Oder irgendeine Behauptung, die Juden sind unser Unglück, und steht auch im Internet und wird zitiert. Und nur derselbe Satz, also keine Herleitung. Also eine Quelle muss eine Quelle sein und nicht eine Wiederholung der Behauptung. Zweitens, welche Interessen oder Motive stecken hinter einer Information oder hinter einem Text? Ich bin zum Beispiel der Auffassung, dass es Objektivität gar nicht gibt. Deshalb widerspreche ich auch immer den
in dem Journalismusstudium, wer sowas mal gemacht hat, hoch und heilig wird dort so etwas beschworen, nämlich die Trennung von Nachricht und Kommentar. Mit dieser absurden Idee wird die Behauptung aufgemacht, dass es eine kommentarlose Nachricht geben könnte. Ehrlich gesagt finde ich, dass sowohl im Wissenschaftsbetrieb wie auch im Journalismusbetrieb oder so spannender ist, Pro- und Kontra-Debatten zu organisieren, verschiedene Blickwinkel zuzulassen, damit Menschen mitbekommen, wer aus welcher Perspektive heraus etwas macht und welche unterschiedliche Auffassung hat. Das finde ich wesentlich spannender, als so zu tun, dass etwas objektiv wäre. Ganz viele fordern immer Sachlichkeit oder sonst was ein. Meistens stecken da Interessen dahinter, dass sie bestimmte Argumente nicht hören wollen. Also das versuchen zu durchdringen, wer schreibt eigentlich aus welcher Perspektive. Nicht, dass deshalb eine Position schon verwerflich ist. Das überhaupt nicht. Sondern es zu wissen, aus welcher Interessenslage. Ist ja schon einfach mal ein Unterschied, ob jemand bezahlt wird, von einem Konzern einen Text zu schreiben, oder ob jemand einen Text schreibt, weil er oder sie in einer Bürgerinitiative ist, oder ob er oder sie selber betroffen ist. Alles drei könnte gleich richtig oder falsch sein. Wobei es das ja in dem Sinne sowieso nicht gibt. Am spannendsten wären alle Blickwinkel. Gesteigert, dritter Punkt, gibt es eine Mission. Also wird jetzt richtig deutlich, ich soll für irgendwas bekommen werden. Dahinter steckt etwas, was in meinen Kopf reingeballert werden kann. Vierter Punkt ist klar, arbeitet der Text mit Vereinfachung und Pauschalisierung. Werden Analogien gemacht? Analogien sind nicht prinzipiell falsch, aber einfach mal nachdenken darüber, passt die jetzt eigentlich? Also weil das und das so war, ist es hier auch. Stimmt das eigentlich? Passt das eigentlich zusammen? Ist das eine Analogie oder hinkt der Vergleich? Dann, wir haben alle eine Matrix. Der Mensch kann nicht frei sein von einem bestimmten Blickwinkel. Wir sind alle irgendwie sozialisiert und beschäftigen uns mit bestimmten Texten, mit anderen nicht und wir gucken durch eine bestimmte Brille. Wir müssen das wissen. Deshalb lohnt es sich auch, ich kann auch immer nur empfehlen, absichtlich auch Bücher zu lesen von Menschen, die eine andere Auffassung haben als ihr selbst. Das ist spannend. Nicht, um die zu übernehmen. Aber in Texten Projektionen zu erkennen oder Axiome. Also Projektion ist diese Matrix. Ich habe schon vorher klar, was ich rausfinden will. Und Axiome sind Setzungen, die keine Herleitung haben. Auf die kann man nicht immer verzichten. Aber es ist wichtig zu erkennen, wo die so sind. Zirkelschlüsse. A ist B und B ist A. Und als achtes die Sprache, das ist genau das, was vorhin in dem Vortrag auch schon kam, achtet mal auf so Sachen wie ist, muss, werden, wird, so kommen oder die Begriffe wie wir und die. Also damit werden bestimmte Sachen stilistisch schon so ausgedrückt. Also wie gesagt, das würde ich gleich noch als Zettel mal da holen und rumgeben. Und jetzt als schönen krönenden Abschluss Lyrik oder sowas ähnliches. Ich habe mich sehr gefreut, als ich das gelesen habe. Aus der Frankfurter Rundschau, schon ein paar Jahre her. Kennt ihr Yps? Yps. Ja, das hat nicht immer nur Uhrzeitkrebse. Also Yps ist ein, glaube ich, eigentlich für Kinder gedachtes Magazin in so einer komischen Plastikfolie. Ich kann mir aber vorstellen, dass es ähnlich wie Märklin Modelleisenbahnen ist, dass heimlich auch ziemlich viele Erwachsene sich Yps kaufen. Das habe ich nie untersucht. Also Yps ist immer so ein Comic in der üblichen Art eines Massencomics, also niveaulos bis zum Abwinken. Und dann ist in dieser Plastikfolie immer irgendein Gimmick, so heißt das bei Yps. Irgendein Gimmick, zum Beispiel Urzeitkrebse. Ich kann mir das Wasser auflösen, dann spattelt da irgend sowas rum. So, das muss man wissen. Jetzt geht's also los. Vor einigen Tagen sorgte ein schwarzes, etwa 3 Meter langes, 50 Zentimeter breites Flugobjekt über Deutschland für Erstaunen. Die UFO-Meldungen hätten sich um den 6. Juni massiv erhöht, bestätigte Hans-Jürgen Kohler, UFO-Forscher der CENAB, dem zentralen Erforschungsnetz außergewöhnlicher Himmelsphänomene. Spionieren Außerirdische uns aus? Ist de Maizière eine Drohne abhandengekommen? Köhler gibt Entwarnung. An dem Tag erschien eine Ausgabe des Kindermagazins Yps, dem ein Solarzeppelin beilag. Viel Spaß beim skeptischen Denken.